Vorbereitungen für ein Drittligaspiel in Dresden. Ziemlich ungewöhnlich ist, wer bei Dynamo die Markierungen setzt. Es ist der Co-Trainer. Warum Peter Nemeth das alles macht? Mit Eimer und Pinsel bewaffnet losziehen, um Anstoßpunkt und Strafstoßmarken zu kreiden, wird später verraten. Nemeth ist seit 2013 in Dresden und hat alles miterlebt. Erst den Abstieg, dann nach einer kurzen Pause den Aufstieg, nach einer unglaublichen Saison. Stunden später ist das Stadion voll, die Dynamo-Fans platzen fast vor Stolz. Die meisten Siege, die meisten Tore, das beste Sturmduo, die wenigsten Niederlagen. Selbst Uwe Neuhaus, der Chef von Nemeth, kann sich nicht erinnern, in seiner langen Karriere schon einmal Ähnliches erlebt zu haben. Das war eine außergewöhnliche Saison mit so viel Vorsprung. Ja, fast langweilig hinterher, dass man nur noch auf den Moment gewartet hat, dass es passiert. Ja, war auch für mich eine neue Erfahrung. Sportlich gesehen sind die letzten vier Meisterschaftsspiele für Dynamo reines Schaulaufen. Doch niemand lässt sich hängen. Gegen Aue trifft der Erste auf den Zweiten im Duell der alten Rivalen. Das Team von Uwe Neuhaus will gegen den FC Erzgebirge die Meisterschaft endgültig klar machen. Ein Unentschieden würde reichen. Dynamo aber spielt auf Sieg. Michael Hefele gelingt der Führungstreffer. Ausgerechnet ihm, dem Kapitän, zwei Jahre zuvor nach Dresden gekommen. Hefele wird Dynamo nach der Saison verlassen. Jedes Spiel vor fast 30.000 zu Hause zu haben, in der Stadt zu sein, wo Fußball gelebt wird, wo Fußball geliebt wird, wo Dynamo Dresden eingeatmet wird, wo man mit Dynamo Dresden aufwacht und einschläft. Hier als Fußballer spielen zu dürfen, ist wirklich eine sehr, sehr besondere Erfahrung für mich gewesen. Und ich glaube, das wird so schnell nicht mehr kommen. Dresden, ziemlich genau zwei Jahre zuvor. Die Mannschaft rollt zum letzten Spiel einer wahrlich lausigen Zweitligasaison. Dynamo hat in 33 Spielen magere 5 Siege eingefahren. Auch zum Saisonfinale reicht es wieder nicht für Olaf Janssen und sein Team. Nicht einmal das für die Relegation benötigte Unentschieden gelingt. Dresden steht mit der Niederlage gegen Arminia Bielefeld als direkter Absteiger fest. Was sich seit Monaten angedeutet hat, ist Gewissheit. Es ist mal Kosmetik am Haus gemacht worden, dort mal ein neues Fenster rein, dort mal ein bisschen putzt. Und mit dem Bielefeld-Spiel vor zwei Jahren, da hatte man das Gefühl, eine Planierraube fährt über das Haus. Das Haus ist weg. Makaber war letztendlich, dass noch eine Hypothek drauf war. Zum Abstieg gehören auch diese Bilder. Das Spiel gegen Bielefeld muss danach für einige Zeit unterbrochen werden. Was in Erinnerung geblieben ist, der Böller, der bei Tobi Müller haarscharf dran vorbeigegangen ist. Und natürlich noch das Plakat, was hochgehalten wurde mit, ihr habt eine Stunde Zeit, die Stadt zu verlassen. Das sind so meine Erinnerungen, war schon heftig. Die Absteiger verlassen Dynamo. Nur drei Spieler werden bleiben. Kirsten, Stefaniak und Marco Hartmann. Ich bin damals hier geblieben, weil es Bock gemacht hat, weil ich Spaß hier hatte, auch wenn wir abgestiegen waren, dass ein geiler Verein ist und war. Und ich habe Bock hier und deswegen bin ich hier geblieben und das Ziel war aufzusteigen. Damals brauchte man viel Fantasie, um sich das, was jetzt passiert ist, auch wirklich vorzustellen. Aber das war eine Chance. Stefan Böger wird das Gesicht für den Neuanfang. Der neue Coach bekommt den Auftrag, über den Zeitraum von zwei Jahren mit jungen, hungrigen Spielern eine Mannschaft aufzubauen, die im zweiten Jahr um den Aufstieg spielen kann. Die Anforderungen an das Personal auch eine Konsequenz aus dem Abstieg. Die Grundtugenden wie Leidenschaft, ja, Engagement, Aggressivität, hohe Willenseigenschaften, ja, das wird die Mannschaft unbedingt brauchen. Das verkörper ich auch und das fordere ich ein und das will ich sehen. Böger und Menge, das scheint zu passen. Die erste große Bewährungsprobe für Justin Eilers und all die anderen neuen Gesichter im DFB-Pokal gegen Champions-League-Teilnehmer Schalke 04.
Und die neue Truppe sorgt für eine dicke Überraschung. Jetzt machen Sie sich fertig hier zum Feiern. Die Nachspielzeit ist abgelaufen. Diese neu formierte Mannschaft schafft die Sensation. Das ist unglaublich. Wir haben uns von Anfang an auf die Fahne geheftet, dass das natürlich neben einer sportlichen Entwicklung, die wir nachweisen wollten, auch die wirtschaftliche Konsolidierung im Vordergrund steht. Und dort haben wir halt das Geld, was wir über Transfers und im DFB-Pokal eingespielt haben, nicht einfach so rausgetan und Harakiri gespielt, sondern wir haben das ja wirklich zur Konsolidierung genutzt. Sportlich läuft es prima. Cottbus im August 2014. Der neuen Mannschaft gelingt auch in der dritten Liga ein Raketenstart. Bögers junge Wilde bieten ein herzerfrischendes Offensivspektakel. Im Cottbuser Stadion der Freundschaft staunt Freund und Feind. Dynamo führt bei Energie nach 45 Minuten mit 3:0. Ein Saisonstart wie im Bilderbuch. Nach 12 Spielen und einem Sieg gegen den Chemnitzer FC ist Dynamo Spitzenreiter. Doch hinter der Kulisse brodelt es. Cheftrainer Böger und Fitnesscoach Miserius haben ein Problem. Miteinander. Schon nach relativ kurzer Zeit steht fest, dass die Zusammenarbeit sofort beendet wird. Aufdrängen Bögers. Offiziell äußern wird sich der Trainer nicht. Miserius aber erklärt Monate später, dass die aktuelle Tendenz darauf abzielt, dass die Fitness nicht reichen wird, um die Rückserie möglichst erfolgreich weiterzuspielen. Die Konsequenz bei Dynamo: Dem Team fehlt ab Oktober 2014 der Fitnesscoach. Die Stelle von Miserius wird nicht wieder besetzt. Parallel dazu bekommt die Mannschaft ein Problem. Immer in der Nachspielzeit. Begonnen hatte alles mit dem späten Ausgleich gegen die Amateure von Mainz 05. Der sicher geglaubte Sieg in letzter Sekunde futsch. 1:1. Anfang November haben die Fans schon eine böse Ahnung, wenn die 90. Minute abgelaufen ist. Und tatsächlich gelingt auch den Stuttgarter Kickers der Ausgleich mit der letzten Aktion im Spiel. Keiner glaubt mehr an einen Zufall. Böger unter Druck, Minge im Zwiespalt. Die Nachspielzeit gegen Dortmunds Amateure. Unglaublich aber war wieder das Versagen der Dresdner mit dem Schlusspfiff. Jetzt ist die Entlassung von Böger nur noch eine Frage der Zeit. Wir haben uns ganz einfach von dem avisierten Weg sukzessive verabschiedet. Muss ich selbstkritisch eingestehen, dass ich in dem Zusammenhang dann eine Fehlentscheidung getroffen habe, was die wichtigste Position im Verein anbelangt. Hat es seitdem eigentlich mal wieder ein Gespräch Böger-Minge gegeben? Ein Gespräch im klassischen Sinn nicht. Schade, oder? Ach, gut, irgendwann muss man dann auch mal den Deckel drauf tun. Zurück zum Sachsen-Derby gegen Aue. Die Dynamo-Fans haben sich etwas Besonderes einfallen lassen. Der Humor beim Fußball ist zumeist etwas deftiger als im richtigen Leben. Das kann man mögen oder auch nicht. Auf dem Rasen gelingt den Gästen der Ausgleich. Dynamo-Keeper Wiegers ist ohne Chance. Trainer Neuhaus ärgert sich. Er will an diesem Tag die Meisterschaft unbedingt mit einem Sieg feiern. An der Seite von Neuhaus Co-Trainer Peter Nemeth, über den es eine unglaubliche Geschichte zu erzählen gibt. Sie lassen es zu, dass Ihr Co-Trainer einen Nebenjob hat? Erzählen Sie mal mehr. Den habe ich gestern mit Farbe und Pinsel gesehen. Ja, das macht er immer. Nein. Ja. Peter Nemeth bei der Arbeit, nicht als Co-Trainer, sondern als nebenberuflich tätiger Platzwart. Vor jedem Heimspiel schnappt er sich Eimer und Pinsel und kreidet den Platz. Und da schicken Sie ihn raus?
Nein, ich, da habe ich nichts mit zu tun. Das macht er freiwillig. Eigene freie Entscheidung, na klar. Und das macht er schon immer? Müsste ich ganz lange zurückdenken. Ich glaube, die ersten paar Heimspiele habe ich es auch gar nicht gewusst, bis er mir das mal erzählt hat. Aber ich glaube, das hat ein bisschen was mit Aberglaube zu tun. Nemeth war 2013 zu Dynamo gekommen, verpflichtet als Co-Trainer von Olaf Janssen in der zweiten Bundesliga. Das Besondere am slowakischen Ex-Auswahlspieler? Ja, ich rede nicht gerne mit Presse. Ich mache meine Arbeit und das ist nicht mein Ding. Nemeth, die treue Seele, wäre auch nach dem Abstieg aus der zweiten Liga gern geblieben. Doch seine Chance kommt. Als Stefan Böger im Februar 2015 gehen muss, übernimmt der Slowake und hat ein Problem. Die Mannschaft scheint noch immer nicht richtig fit. Wir können die Spiele nicht kaputt machen. Natürlich können wir nicht 6 Stunden jeden Tag trainieren. Wir müssen das dosieren, aber wir werden härter trainieren. Gar nicht so einfach bei laufendem Spielbetrieb. Die Defizite aufzuarbeiten kostet Zeit und Geduld, bis sich die Fortschritte in Leistung und Ergebnis widerspiegeln. Mitte April 2015. Der Abwärtstrend endlich gestoppt. Nach 8 Pleiten in 9 Spielen und vor den Augen des künftigen Trainers. Uwe Neuhaus soll das Team ab Sommer übernehmen, Nemeth wieder ins zweite Glied rücken. Er wird dieses Spiel nie vergessen. Davor hatte er nämlich zum ersten Mal die Linien gezogen. Das verrät er erst jetzt, nachdem der Aufstieg geschafft ist. Wie gesagt, das ist schon Tradition. Haben wir letzte Saison gespielt gegen Bielefeld, haben wir gewonnen und seit dieser Zeit oder seit diesem Spiel halten wir diese Tradition. Wohl dem, der solche Glücksbringer hat. Im Juli 2015 wird Uwe Neuhaus offiziell vorgestellt bei der Saisoneröffnung von Dynamo. Das ist der Zeitpunkt im Jahr, wo man in Dresden traditionell vom Aufstieg träumt. In diesem Fall ist es ein wenig anders als sonst, denn mit Neuhaus kommt ein Trainer, der bereits Rot-Weiß Essen und Union Berlin in die zweite Liga geführt hat und mit Dynamo nur ein Ziel hat, Aufstieg. Der Ralf hat sofort gesagt, dass es das Ziel von Dynamo ist. Und ich habe ihm auch gesagt, dass es mein Ziel ist, wieder in die zweite Liga zu kommen. Ich fand es sehr, sehr gut und ich habe selten so erlebt, dass ein Verein sich von Anfang an der Saison ein klares Ziel setzt, dass man das ausspricht, auch öffentlich, daran gemessen wird, weil das ist für jeden Spieler auch wichtig, zu wissen, wo geht's hin und für was bin ich verantwortlich. Dynamo übernimmt mit dem Sieg gegen Erfurt am 3. Spieltag die Tabellenführung und gibt sie nicht wieder ab. Gegen Halle zeigt sich die neue Qualität. Unter Böger gingen solche Spiele noch verloren. Jetzt wird das Spiel gedreht. So agiert ein Spitzenreiter. Danach gehen mit Neuhaus die Pferde durch. Das gibt's doch gar nicht. Was macht denn der Neuhaus da? Naja, wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht allzu häufig in solche Gefühlsausbrüche Zuflucht suche, sozusagen. Aber das war einfach dieses Gefühl, na, hier kann schon was entstehen. Wilstruff bei Dresden im Frühjahr 2016. Ein Spiel der sogenannten Future League. Die Dynamo-Talente treffen auf den Nachwuchs von Sparta Prag. Unter den Beobachtern Cheftrainer Uwe Neuhaus und auch ein paar Spieler aus der ersten Mannschaft. Der Top-Promi aber im Wilstruffer Parkstadion ist an diesem Tag Jens Jeremies, Vize-Weltmeister und Champions-League-Sieger. Jerry ist einer unserer treuesten und, glaube ich, auch prominentesten Fans. Er hat ja eine Jahreskarte. Wir treffen uns dann meistens auch zum Smalltalk. Und dort sieht man ganz einfach mal, wie Ex-Spieler diesen Verein noch leben. Der aus Görlitz stammende Jeremies war 1995 nach München gewechselt. Er hatte maßgeblichen Anteil am Gastspiel des FC Bayern vor knapp einem Jahr in Dresden.
dort hat er halt so lange mit den Hufen gescharrt bei den Oberen der Bayern, bis sie dann letztendlich ihr Go gegeben haben. Der Test gegen den mit allen Stars, aber ohne Gage angetretenen Rekordmeister ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Entschuldung. Trotz des misslichen Wetters ein ausverkauftes Haus. Auch die Bayern genießen ihren Auftritt. Für einen Weltmeister ist es bereits der zweite in Dresden. 2009 müsste das gewesen sein. Damals bin ich nicht so herzlich empfangen worden, wenn ich ehrlich bin, aber heute war es schön. Wenn man das erlebt, 90 Minuten lang oder darüber hinaus, dann ist das wirklich sensationell und es hat Potenzial für mehr. Der Drittliga-Spitzenreiter schlägt sich gegen das Star-Ensemble Achtbar. Pascal Testroth gelingt der Ehrentreffer. Bemerkenswert auch, dass der das Benefizspiel eingefädelt hatte, nicht darüber reden will. Damals wie heute. Ja, man kann ihn schwer dazu bewegen. Also, wir haben ja mehrfach Anlauf genommen, auch im Kontext von dem Bayern-Spiel. Aber das ist nicht seine Welt. Da sagt dann, frag mich lieber nach einer Spende für den Nachwuchsbereich, dann schiebe ich euch was rüber. Aber Öffentlichkeit ist nicht mein Ding. So ist er halt, unser Jerry. Verkehrte Welt an einem Oktobertag in Dresden. Gästetrainer Mirjuzza merkt schnell, beim Spitzenreiter ist an diesem Tag etwas zu holen. Dynamo gegen Energie, doch die Schwarz-Gelben erwischen im Ostderby gegen die abstiegsgefährdeten Lausitzer einen ganz schlechten Tag. Und kassieren ihre erste Saisonniederlage am 13. Spieltag. Niemand kann zu diesem Zeitpunkt wissen, dass Vasile Mirjuzza der einzige Gästetrainer bleiben wird, der sich in Dresden über einen Sieg freuen kann. Uwe Neuhaus erinnert sich vor allem an die Reaktionen danach. Oh, gibt's jetzt noch einen und dann noch einen und dann noch einen? Ist es genauso wie letztes Jahr? Das war schon weit verbreitet. Ich glaube, dass wir insgesamt ein bisschen Ruhe reinkriegen müssen, ein bisschen Normalität. Vielleicht die Ausschläge hier sind im Positiven wie im Negativen extrem. Das so ein bisschen auf die Normalität zurückzubekommen, ist sicherlich auch ein Ziel von mir. Mal gucken, wie weit wir auf dem Weg gehen können. 31. Oktober 2015. Das Dynamo-Stadion präsentiert sich in festlicher Robe. Die Choreografie der Fans ist europaweit einmalig. Beeindruckend auch der Auftritt der Mannschaft. Alle tief in der Hälfte drin. Guter Ball, das Tor! Heilers jetzt, ich hatte es angedeutet, eher über den Flügel. Zieht rein, probiert es mit was für einem Tor! Sieg gegen Magdeburg und inzwischen mit 10 Punkten Vorsprung vorn. Da kann man schon mal eine Freudenträne verdrücken. Das neue Jahr beginnt für Uwe Neuhaus mit großen Sorgen. Dem Coach fehlt im Trainingslager in Spanien sein torgefährlichster Mann. Justin Eilers laboriert an einer Knieverletzung, das Innenband. An Mannschaftstraining ist nicht zu denken. Keiner weiß, wie lange Torjäger Eilers noch fehlen wird. Dafür melden die Schwarz-Gelben einen Neuzugang. Schließlich ist das Transferfenster nur bis Ende Januar offen und man weiß ja nie. Verpflichtet wird mit Stefan Kutschke ein waschechter Dresdner, der in der ersten und zweiten Bundesliga in Wolfsburg, Paderborn und zuletzt in Nürnberg unter Vertrag stand. Das Eingewöhnen fällt dem Hobbygolfer ausgesprochen leicht. Hier bei Dynamo entwickelt sich in den letzten anderthalb Jahren nicht nur innerhalb der Mannschaft was. Man merkt den Geist nicht nur innerhalb der Mannschaft, sondern man merkt das im Umfeld, man merkt das im Verein, ja, dass sich was tut, ja, dass wieder eine positive Stimmung ist, eine Aufbruchstimmung. Und genau so wurde ich hier empfangen. Im Testspiel gegen Dynamo Kiew deutet Kutschke trotz Trainingsrückstand an, wie wertvoll er für die Dresdner sein kann. Klasse Vorbereitung, Tim Wehrönen trifft zum 2:2 Ausgleich. Achtungserfolg. Marbella, Treffpunkt der Reichen und Schönen. Die Hafenpromenade sehen die Dynamo-Spieler aber nur für ein, zwei Stunden. Ein einziger Nachmittag frei im 10-tägigen Trainingslager. Währenddessen Kreuzverhör für Geschäftsführer Robert Schäfer.
Er sei auf dem Absprung zu Zweitligist Fortuna Düsseldorf, melden die Schlagzeilen. Der Mann, der Dynamo bis Sommer 2016 entschulden will, dementiert. Ich habe einen Vertrag bis 2018, ich habe kein Angebot von Düsseldorf vorliegen. Also von daher ist da jede Kommentierung, würde das nur breiter machen, als es ist. Also heißt, wenn es eine Aufstiegsfeier geben sollte, dann mit Robert Schäfer? Da ich ja auch ganz gerne feiere, würde ich mich darüber freuen, ja. Am Ende des Trainingslagers bleiben nur noch wenige Tage bis zum Punktspielstart. Intern sind sich beim Spitzenreiter alle einig. Die aktuell 11 Punkte Vorsprung lassen wir uns nicht mehr nehmen. Was würde Ihnen denn ein Aufstieg bedeuten? Wie lange habe ich Zeit zum Überlegen? Wenn ich daran denke, ja, bekomme ich Gänsehaut, aber bis dahin ist noch einiges zu tun. Ist nicht das erste Mal, fällt mir jetzt ein, kann aber nie oft genug passieren. Ist natürlich Bestätigung auch der Arbeit und ich weiß, dass wir alle zusammen viele, viele Menschen glücklich machen würden. Und das bedeutet mir sehr viel. Genau ein Spiel braucht das Team von Uwe Neuhaus, um in der Restrückrunde wieder zu alter Stärke zu finden. Gegen die Amateure von Mainz 05 wird Stefan Kutschke eingewechselt. Für den Neuzugang, aus der zweiten Bundesliga zu Dynamo gekommen, ist die Jokerrolle kein Problem. Entscheidend für ihn ist das Team und nicht sein Ego. Ich habe niemals dann gesagt, naja, boah, kotzt mich an, jetzt ist ja alles schlecht, jetzt spielst du nicht, jetzt spielt der Paco. Nein, einfach Leistung zu honorieren und zu respektieren, was die drei dort vorne, Eile, Paco und Marvin, was die da geleistet haben. Klar, ohne die anderen wäre es nicht möglich gewesen, das sollte man einfach respektieren. Und wenn du in eine intakte Mannschaft reinkommst, kannst du nicht jetzt einfach sagen, jetzt kommt einer aus der zweiten Liga, der hat ein halbes Jahr fast gar nicht gespielt, jetzt spielt er hier von Anfang an. Es klappt nicht. Doch wenn der gebürtige Dresdner und glühende Dynamo-Fan gebraucht wird, ist er da. Wie beim Spiel gegen die Amateure aus Bremen. Pascal Testroth muss verletzungsbedingt passen, wird von Kutschke ersetzt. Und wie? Sein erstes Tor für Dynamo. Einst stand er selbst im K-Block, spielte dann ein halbes Jahr in der A-Jugend, wurde ausgemustert. Und deshalb dieses Tor für Kutschke ein ganz besonderer Moment. Alltag beim unangefochtenen Tabellenführer der dritten Liga. Training für den Coach immer wieder aufs Neue eine Gratwanderung. Wann greift er ein, um zu korrigieren, zu kritisieren, zu verbessern? Und wann lässt er es einfach laufen? Uwe Neuhaus gibt zu. Ich glaube, ich habe so wenig Kritik geübt wie noch nie, auch wenn ich was gesehen habe, nach dem Motto, wir haben jetzt die Spiele gewonnen, wir haben wahnsinnig viel Vorsprung, wie geht die Mannschaft damit um, sagen die Spieler, spinnt der jetzt oder was will er überhaupt von uns, wir gehen hier von einem Sieg zum nächsten, dass man mal Fehler macht, ist klar, auch da eine richtige Balance zu finden, war gar nicht so einfach. Osnabrück am 2. März 2016. Trainer Uwe Neuhaus zum ersten Mal in der Fankurve. Der Grund? Dynamo hat das Spitzenspiel in beeindruckender Art und Weise dominiert. Und das ist die Möglichkeit für Eilers und das ist das 1:0 für Dynamo Dresden durch das Tor. Brillant kombiniert. Jetzt Testroth, Pascal Testroth. Das 0:2! Dynamo Dresden mit Pascal Testroth! Und Lumpi Lampard zeigt an, das war so ein heißes Spiel und jetzt führen wir hier mit 2. Durch Testroth! Dynamo Dresden gewinnt im Spitzenspiel überzeugend durch 2 Tore von Pascal Testroth und dann das 0:3 in der zweiten Hälfte von Justin Eilers. Niemand zweifelt mehr am Aufstieg. Alle wissen, der ist nur noch eine Frage der Zeit. Und er ist der Aufstiegsarchitekt. Ralf Minge, Idol aus glanzvollen Dynamo-Tagen. Als Geschäftsführer Sport, der Kopf im Verein. Ansprechpartner für alle und jeden.
Der zweite Geschäftsführer, zuständig für den kaufmännischen Bereich, wird im März offiziell verabschiedet. Robert Schäfer geht doch nach Düsseldorf. Für viele ist er der Mann, der Dynamo nach 25 Jahren endlich schuldenfrei gemacht hat. Manch einer aber hat nun Zweifel. Ralf Minge hat bei Dynamo viele kommen und gehen sehen. Er ist eine durch und durch ehrliche Haut, denkt zuerst an seinen Verein. Der Coach weiß Minges Qualitäten zu schätzen. Wir haben, ich glaube, eine ganz vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und das, was ich vorhin gesagt habe, dass er so viel Dynamo in sich trägt, dass er nur das Allerbeste für den Verein will. Dass nicht jede Entscheidung richtig sein kann, ist ja auch klar. Aber dass er immer zum Wohle des Vereins entscheiden würde, das wusste ich von vornherein. Und deswegen war mir um die Zusammenarbeit nicht bange. Und das hat sich auch bewahrheitet. Und wer diesen Minge wirklich nicht kennen sollte, erfährt jetzt eine ganze Menge über ihn, den stillen Genießer, der seinen Stammplatz im Stadion ganz oben auf der Pressetribüne hat. Skandal in Magdeburg. Minge kurz vor der Verhaftung. Hat Dynamo hier wirklich so lange nicht gespielt? Oder liegt es am fantypischen Outfit des Geschäftsführers? Wieder aus, Mann. Gut weitergeschoben von Testroth auf Justin Eilers. Eilers! Justin Eilers mit dem Tor. Wieder die beiden Offensiv-Topstars der Dresdner mit dem Erfolg. Am Abend des 16. April 2016 werden in Dresden die Aufsteiger mit fast südländischer Begeisterung empfangen. Die Mannschaft kommt direkt vom Spiel aus Magdeburg. Das Bier fließt in Strömen. Die Mixzone wird kurzerhand geflutet. Für die meisten Spieler ist es der absolute Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere. Jetzt zeigen die Aufstiegshelden, dass sie auch ganz gut feiern können. Ich habe mich mit einigen Spielern unterhalten, die das nicht so kannten, diesen Mythos Dynamo. Und auf einmal war eine Kolonne hinter uns, hinter dem Bus von 15 bis 20 Autos, alle Warnblinkanlage, und die haben mich gefragt, Stefan, was ist hier los? Und ich sagte, das ist Dynamo. Und das ist was Eigenes. Das erlebt man nicht bei jedem anderen Verein. Ja? Auf jeder Brücke standen sie, Dynamo, Glückwunsch, zweite Liga, und das ist unfassbar. Ich glaube auch, und ich glaube, viele haben heute noch mal ein Stück mehr dazugelernt, das zu schätzen hier, weil das gibt es nicht überall. Auch nicht in der ersten Liga. Aber auch das gehört zu Dynamo. Vermummte Chaoten stürmen die eigene Aufstiegsparty. Unfassbar. Tausende Fans, die beim Public Viewing seit Stunden auf ihre Lieblinge gewartet haben, sind geschockt. Das geht überhaupt nicht, egal welche Umstände oder Rahmenbedingungen dazu geführt haben. Dort sind Grenzen weit, weit überschritten worden. Und dort gehen wir oder sind auch mit aller Konsequenz vorgegangen. Es ist leider so, dass der Handlungsspielraum größer sein müsste. Ne? Das wird auch in Zukunft eine Baustelle sein, wo wir permanent dran sein müssen. Was bleibt, sind die Bilder vom Schlusspfiff in Magdeburg. Die Augenblicke, als es geschafft ist, nach einer nahezu perfekten Saison. Dresden steigt auf und kehrt nach 2 Jahren in die zweite Bundesliga zurück. Und das 5 Spieltage vor Saisonende. Wahnsinn, absolut Wahnsinn. Also Aufsteiger, Meister, ich glaube, besser geht's nicht. Was ist das Besondere an dieser Mannschaft? Dass du Typen dabei hast, die unbedingt gewinnen wollen und die andere mitreißen können, und ganz viel Qualität. Vor dem letzten Spiel der Saison werden die Spieler verabschiedet, die Dynamo mit Saisonende verlassen. Darunter Kapitän Michael Hefele und Torjäger Justin Eilers, bei dem da auch ein paar Tränen kullern. Gegen Groß-Asbach zeigen die Schwarz-Gelben noch einmal eindrucksvoll, warum sie in dieser Saison das Maß aller Dinge waren. Dynamo, angetrieben von einer Rekordkulisse, dreht auch dieses Spiel. Und dann gibt's die Bierdusche für den Trainer, der sie geduldig erträgt. Uwe Neuhaus, der Trainer des Jahres, voller Stolz auf seine Truppe. Für eine Mannschaft, für die es um nichts mehr geht, da noch alles rauszuhauen, das Ding noch zu drehen,
ist eigentlich die Saison in Kürze zusammengefasst? Hat halt eine Menge zusammengepasst und trotz alledem ist es schön, dass man das mal erleben darf.